Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Left Behind. Wir machen jetzt mal weiter. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sehen wir schon den ersten Klicker. Mal sehen, ob das klappt. Wir haben ja, glücklicherweise haben wir ja mit ihr hier Springmesser. Oder Klappmesser. Ich glaube, es ist ein Springmesser. Ich bin jetzt hier auch nicht der übelste Messerexperte. Ja, nee, bin ich nicht. Wir müssen hier wieder rein, genau. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Also können wir jetzt diesmal in die Tür rein. Denn ein Schlüssel ist für ein Schloss. Und das Schloss hängt an einer Tür, weißt du? Das sind so. Das könnt ihr mal als auf jeden Fall fürs Leben mitnehmen. Ne? Das sind einfach unfassbar schlaue Sprüche von mir hier wieder am Start. Leer. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Hoffe ich doch. Halt durch, Joel. Ja. So, hier sind auf jeden Fall nur Sachen. Ja, ich hab's ja, glaube ich, beim letzten Mal. Auf jeden Fall habe ich es beim letzten Mal ja schon angesprochen. Mit der Musik. Ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt Part 1 schon hochgeladen und natürlich, na klar, direkt wieder claimed. Oh, Leute. Es geht zu weit, dieses Thema, aber es gibt also zwei unterschiedliche Arten von Kanälen mittlerweile, Managed und Affiliate, oder wie das ausgesprochen wird, ich weiß es nicht ganz genau. Und da hat man ja, als eine der Varianten hat man ja ein bisschen Schutz davor, allerdings habe ich das leider nicht. Ja, dementsprechend immer diese Probleme. Ja. Egal, lassen wir das. Ich will nicht schon wieder darüber labern die ganze Zeit. So. Sag mal, haben wir eigentlich haben wir nicht, wa? Scheiße. Wir haben kein Verbandszeug. Haben wir hier hinten irgendwas zum Einsammeln? Nein, hier geht's nur weiter. Ah, Nagelstudio, yeah. Geil. Himmel. Was haben wir denn hier? Ist das nicht ein Zettel? Ein bisschen noch vor, wenn du möchtest. Cool. Witzebuch. Ich finde es so schade, dass du die Kamera nicht so um die Charaktere drehen kannst, sondern dass sie dann mitgehen, irgendwann, ab gewissen Punkt. Das mache ich so gerne, ich mache das so gerne bei Third-Person-Spielen, aus der Perspektive, weil ich mir gerne die Figuren auch so, die Mimik angucke und so. Aber naja. Los geht's! Schnell! Schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Mich mit in ihr Versteck. Zumal lieb. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test.
Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Marlene. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Der Leicht doch gar nicht mal so falsch. Ja, ohne Scheiß. Guckt sie euch an. Riley ist schon... Riley ist sie, oder? Ja, doch, Riley. Ist schon so ein kleiner Mini-Me von Marlene. Oh ja. Ellies Mutter. Oh Mann, Leute. Ich bin echt gespannt auf den zweiten Teil. Ich glaube, ich gehe stark davon aus. Ich wurde ja auch dann gefragt, ob ich denke, dass ein zweiter Teil kommt. Ich glaube, ich meine, ich hätte es beim Fazit gesagt. Ich gehe stark davon aus, dass ein zweiter Teil kommt, weil dieses Universum bietet noch so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Ja, die haben es ja jetzt hier schon in DLC gemacht, so ein bisschen die Vorgeschichte, beziehungsweise Ellies Vorgeschichte zu erzählen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, in irgendeiner Weise Joels Geschichte zu erzählen, was er genau gemacht hat nach dem Tod seiner Tochter. Und bis zum Zeitpunkt, wo das Spiel dann halt anfängt, weil da ist ja auf jeden Fall Zeit vergangen. Vielleicht nochmal seine Beziehung zu Tess so ein bisschen zu beleuchten oder halt, was am interessantesten wäre, einfach zu zeigen, wie es dann weitergeht nach dem Ende. Ja. Und da kommt auf jeden Fall noch was. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus. Aber, ja, kommen wir. Aber ich würde, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir vor Ende 2015 nichts dazu hören, genau ist. Glaube ich nicht. Denn man muss es ja immer so sehen, das nächste, was ansteht von Naughty Dog, ist auf jeden Fall Uncharted 4. So richtig. Was ist mit Tina und den anderen? Wie geht's denen? Oh, Riley, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Genau. Moment. Ich muss mal kurz eben was einstellen. Ja, wie gesagt, das nächste, was ja ansteht, ist ja von Naughty Dog Uncharted 4. War die Musik ein Ticken leiser. Ja. Denn es ist ja Blödsinn, ja. Man muss es ja einfach mal so aus dieser Sicht sehen. Wenn du als nächstes Uncharted 4 verkaufen willst, dann redest du nicht über Last of Us 2, weil manche warten dann deswegen und sagen, ja, nee, ich warte lieber, weil es kommt ja bald dann um die Ecke und so. Das ist. Und man muss ja immer den Fokus dann auf ein Spiel halten. Und Uncharted 4. Ich bin so gespannt. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht dieses Jahr noch Gameplay zu sehen ist auf diesen VGAs oder VGAs. Diese Video Game Awards, die ja dann über Spike TV und Game Trailers und so weiter laufen. Da wurde ja das letztes Jahr, glaube ich, auch angeteasert. War das da, der Teaser? Oder war das dieses Jahr erst? Nee, das war letztes Jahr, genau. Ja, und, hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Gold habe. Mir fällt gerade auf, ich laber übel viel. Also. Na, egal. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Ihr könnt euch ja gerne mal beteiligen an der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall hat, glaube ich, Naughty Dog auch Uncharted 3 damals auf diesen Awards angekündigt. Dementsprechend hoffe ich auch, da spielt sehr viel Hoffnung mit, dass da Gameplay zu sehen ist, das erste Mal. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Wow, geil, Fireflies. Was musste sie töten? Das würde mich mal echt interessieren, wozu sie... Ja, gezwungen ist es ja jetzt nicht, so redet sie jetzt gerade nicht, aber... So als Aufnahmeprüfung, was musste sie töten? Infizierte? Kürzlich diese Kante, die zu Infizierten geworden sind oder sowas? Musste sie sowas vielleicht töten, um zu zeigen, dass sie wirklich bereit ist dafür? Solche Sachen, das ist interessant zu wissen eigentlich. Ja. Wie gesagt, Uncharted 4, ich freue mich extrem drauf. Uncharted, super geil. Super geil.
Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und was ich noch gelesen habe, da ist ja jetzt gerade, da ich jetzt fast gerade in den Tod gesprungen wäre, ich habe gesehen oder gelesen, dass The Last of Us Remastered. Moment. Irgendwie sind mir die Umgebungsgeräusche gerade extrem laut. Was ich sagen wollte, ich habe gelesen, dass sich die Remastered-Version jetzt schon 1,5 Millionen Mal verkauft hat. Weil ich glaube, es ist schon eine Woche her, könnte vielleicht jetzt schon sogar 2 Millionen sein. Troublemaker. Ja, wie gesagt, ich glaube, also 1,5 Millionen Mal habe ich auf jeden Fall gelesen. Vielleicht sind es jetzt schon 2 Millionen Mal. Aber das muss man sich mal reinziehen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Jetzt haben sie offiziell gesagt, Sony, dass sie 10 Millionen PS4 schon verkauft haben. Was schon sehr krass ist in dieser Zeit. Und davon dann ein Spiel, was ein Jahr alt ist, was einfach nur eine Remastered-Version ist, 1,5 bis 2 Millionen jetzt schon. Das ist einfach krass. Einfach krass. Na gut. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Dein Nagels? Hat sie das gerade gesagt? Bioshock-Feeling irgendwie bei dem Bild hier. Da kommt bei mir gerade übel Bioshock-Feeling rüber. Oh Gott, ich würde auch so gerne nochmal nach Rapture abtauchen. Na egal. Anderes Thema. Na gut. Haben wir hier... Ah, hier. Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Hey, wo wollten wir nochmal hin? Hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Komm, gehen wir weiter. Ja, aber Jack. Ist interessant hier alles. Es wäre auf jeden Fall cool, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie schon gesagt haben, dass sie das nicht mehr machen. Aber jetzt sind ja nochmal, habe ich heute oder gestern gelesen, dass neue Maps rausgekommen sind für Last of Us. Es wäre super cool, wenn sie vielleicht doch sich nochmal entscheiden, ein Singleplayer-DLC zu machen, weil es halt so erfolgreich nochmal gewesen ist. Wäre cool, wenn sie da irgendwie die Zeit und die Leute da abstellen können. Halt, wie zum Beispiel die Geschichte vor The Last of Us über Joel und Tess. Das könnte man doch mal gerne mal als DLC machen. Ja, würde ich sehr begrüßen. Wäre cool. Und dann wird sich auch nicht schlecht verkaufen. Absolut nicht. Und wenn sie den auch wie diesen hier 2-3 Stunden lang machen, ist okay. Ich meine, kann gerne länger sein, aber es wäre schon okay. Warum nicht? So, wir suchen auf jeden Fall immer wieder hier so die Ecken ab, das kennt ihr ja mittlerweile. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es kann auch wirklich nur so das Gefühl sein, aber ich glaube, sie fühlt sich echt irgendwie geiler als Joel, schneller jedenfalls. Ja. Weißt du, was passiert ist? Nein, rede ruhig, warte. Nicht. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft?